Guten Tag, mein Name ist Burkhard von Hof. Ich wohne in Ludwigshafen im Stadtteil Henshof. Und ich bin der Meinung, dass noch mehr getan werden muss zum Thema Impfen. Und dass da mit einfachen Worten in vielen Sprachen informiert werden muss. Wie gesagt, in Ludwigshafen-Hemshof, da wohnen viele Menschen aus etlichen Nationen mit verschiedenen Landessprachen. Und daher habe ich einen kleinen Flyer gemacht. Ich habe hier auch auf meiner Tasche, das ist die Version 1, es sind 7 verschiedene Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, Türkisch, Arabisch, Russisch und Griechisch. Es gibt noch einen zweiten Flyer, der mit 3 anderen Sprachen noch ergänzt ist. Der eignet sich mehr für Asylbewerberunterkünfte, wurde mir gesagt. Da ist dann Romanisch dabei zum Beispiel und noch 2 andere Sprachen, Kurdisch etwa. Ne? Ich schau grad mal. Ja, das ist die Version 2.0. Da ist also noch Romanisch, Farsi und Kurdisch dabei. Ich habe dafür Französisch rausgelassen und Griechisch und Russisch. Das haben wir in den Unterkünften eher seltener, denke ich. Und ein entsprechendes T-Shirt habe ich mir auch drucken lassen mit den wichtigsten Sätzen. Ja. Ich hoffe, man kann es erkennen. Und mein Hut, meine coole Mütze, wie man jemand sagt, ne? Hinten noch mit dem Wecker. Das ist gehört dann alles dazu, um ein wenig Aufmerksamkeit zu erringen. Ich habe meine Flyer mehrfach ausgedruckt und werde sie jetzt auch meine Flyer, also die ursprüngliche Version und 2.0. Habe ich auch mehrfach ausgedruckt und werde sie jetzt ins Stadthaus Nord und ins Kreishaus Ludwigshafen bringen oder einwerfen. Im Rathaus habe ich das bereits heute Morgen schon gemacht. Okay. Ja, Mann. So, jetzt schon. Auch nicht fallen lassen. So. Und jetzt geht's runter zum Kreishaus. Es ist noch eine weitere Aktion geplant, die mich etwas mehr Geld kosten wird und um die es ja eigentlich hier auch geht. Ich habe nämlich eine Plakatwand gemietet, hier im Hemshof. Hier im Hemshof. Und mit dem Flyer vom Flyer Nummer 1, der wird ja auf eine Plakatwand aufgebracht.
und wird für 10 Tage dort hängen. Ich denke, das ist die richtige, kurze, gute Information. Und die dann auch an der richtigen Stelle veröffentlicht wird. So, Hausverwaltung zur Information auch. Flyer, Originalflyer und. Ah ja, und zwar noch 2.0. Da haben wir nichts verknittert, nicht wahr? Ja, noch verknittert, ja? So. Wenn man das Flyer Nummer 1 und ein Flyer Nummer 2. So. Kreisverwaltung ist also informiert. Und jetzt, wenn man schon Kunst, ne, Kunst, an der Kreisverwaltung. Warum habe ich die informiert? Das Rathaus heute Morgen und dann noch das Stadthaus Nord mit dem Sozialdezernat und die Kreisverwaltung. Man könnte ja auf die Idee kommen, meine Idee wäre keine schlechte und könnte sie übernehmen. Das wäre sehr ehrenvoll. Oder zumindest noch besser nachmachen, ne? Und etwas in dieser Richtung tun. Und das ist, wie gesagt, erstmal eine kurze, klare Anrede auf das Thema Impfen in verschiedensten Sprachen. Dazu möchte ich noch was sagen. Mir wurde im Internet, in Sozialarbeiterforen wurde mir dann vorgeworfen, ich würde mit moralischer Erpressung und moralischem Druck arbeiten und ich sollte doch stattdessen lieber mit Fakten vorgehen. Nun ja, das Problem, reine Fakten, seitenweise Zahlen, das liest kaum jemand. Und das, was ich erwähne, sind ebenfalls Fakten. Wenn man sich gefährdet, wenn man sich nicht impfen lässt, obwohl das möglich wäre, ja, auch nicht schlecht, wenn man sich nicht impfen lässt, obwohl das gefahrlos möglich wäre, weil man keine entsprechenden Krankheiten hat, dann ist es nicht nur für einen selber gefährlich. Es ist für Freunde ebenso gefährlich und für Verwandte nun mal sowieso. Das ist vielleicht eine moralische Erpressung, wenn man das so will, eine moralische Erpressung kann man das nennen, aber es ist einfach die Aufzählung und die Erwähnung von Fakten. Und ja, so viel dazu. Ich gehe jetzt gerade hier durch die Hartmannstraße mit den wunderbaren Hausfassaden im Stadtteil Hemshof und ich marschiere hier lang, weil nicht allzu weit Raser und Froser überall. Ich marschiere hier lang, weil
marschieren wir hier langsam hier in die Richtung, wo der geplanten Plakatwand steht. Die ist hier hinter der Kreuzung von der Sandstraße, Hartmannstraße, noch ein kleines Stück weiter. Sieht man es? Von der Sandstraße, Hartmannstraße. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ja. Jetzt müsste ich bald da sein. Ich könnte mir vorstellen, ein kleines Treffen, eine kleine Mini-Kundgebung an der Plakatwand zu machen. Ah, da ist es schon. Da ist sie schon. Im Moment noch mit einer anderen Werbung und Botschaft, auch aus dem Gesundheitsbereich, ist ja auch nicht verkehrt und freut mich sogar, dass da jetzt keine Reklame hängt im Moment, sondern für Waren, sondern auch was Gutes.